Minute schon der HSV nochmal mit einer Ecke. An den zweiten Pfosten, Glatzel legt ab und Königsdörfer am zweiten Pfosten. Da ist der Anschluss. Ganz spät, doch noch das Tor für die Gastgeber Rensford Hierboer Königsdörfer. Von der Darmstädter Defensive allein gelassen. Keine Probleme beim Kopfball. Und jetzt also in den letzten Minuten nochmal richtig Spannung in der Partie. Der HSV mit den letzten Angriffsbemühungen dieser Begegnung. Nochmal ein langer Ball. Ronstadt geht zu Boden. Schröder pfeift. Und es gibt den nächsten Platzverweis. Unglaublich. Der Torschütze des 1:2 ist der dritte Spieler, der vorzeitig zum Duschen geschickt wird. Und es ist wieder eine Tätlichkeit. Der Arm von Königsdörfer geht klar raus beim HSV. Die Nerven mittlerweile komplett.